Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von The Past Within. Und ich soll euch ausrichten, Standi ist ein totaler Versager, was das Aufnehmen von Spielen angeht. Ja, hab ich so richtig gemacht? Ich hab's ja leider gesehen in der Demo-Version, dass ich irgendwie nur die Hälfte aufgenommen habe. Aber das lag wirklich am Programm. Ich habe alles gegeben. Ich kann nichts dafür. Ja, ja. Ja, natürlich am Programm. Aber das sagen sie alle. Ihr habt einen sehr guten Eindruck von dem Spiel gewonnen, wie das funktioniert. Und wir haben uns jetzt die Vollversion besorgt für 3,59 Euro. Schmetterling kaputt ja. machen, Schmetterling kaputt machen. Und wollen da jetzt halt nichts. Und wollen da jetzt halt einsteigen ins Spiel. Nicht wahr? Ja, die Demo hat uns auf jeden Fall überzeugt, würde ich sagen. Es gibt tatsächlich, wir haben gesehen, der Entwickler hat auch andere Spiele gemacht. The Rusty Lake und so weiter heißen die. Also die heißen alle so The Rusty Lake irgendwas. Aber leider kann man die wohl nicht im Koop spielen. Das sind wohl reine Singleplayer-Spiele. Sehen aber auch interessant aus. Also wer Bock hat, sowas hier in der Art zu spielen als Singleplayer, nicht mit anderen, für den sind dann vielleicht diese Rusty Lake-Spiele was. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja, müssen wir mal ausprobieren, genau. So, Anleitung. Achso, falls euch noch nicht aufgefallen ist, ist hier sogar Deutsch. Ha. Okay, stimmt, kann genau. Nur zweit gespielt werden. Jeder Spieler muss das Spiel besitzen, genau. Also wenn ihr das auch spielt, beide müssen es haben. Nee, ich brauche keinen Spielpartner, ich habe doch einen. Genau, du musst nicht auf Discord. Und auf Seite 2 steht, jeder Spieler kann The Past Within auf seiner bevorzugten Plattform spielen. Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht. Die beiden Geräte müssen nicht miteinander verbunden sein. Okay. Auf dem Pad. Ach, schön. So, die Spieler müssen während des gesamten Spiels über Text oder Sprache miteinander kommunizieren können, um die Rätsel zu lösen. Oh, ich und Standi können ja so gar nicht kommunizieren. Nee, echt, ey. Befindet ihr euch im selben Raum? Schaut euch, wenn möglich, nicht gegenseitig auf den Bildschirm. Außer ihr kommt nicht weiter und braucht neue Ideen. Ach, Quatsch, das brauchen wir nicht. Ja gut, das kriegen wir auch nicht hin. Also so schnell bin ich nicht bei Standi. Also das braucht ja keine Angst haben, dass wir uns das spoilern. Möchtet ihr online miteinander kommunizieren, nutzt einen freien Sprach- oder Textkanal auf unserem Discord-Channel. Mhm. Genau. Ja gut. Also wir sind auf Discord, aber nicht bei dem da. Willkommen in Rusty Lake, einem Ort, an dem Erinnerungen in kleinen Würfeln eingefangen werden. Okay. Das ist auch Rusty Lake quasi. Ah, ihr seid zusammen hier. Ihr könnt die Wahl zwischen Vergangenheit und Zukunft treffen, aber jeder muss etwas anderes auswählen. Bleiben wir dabei? Du Vergangenheit, ich Zukunft? Ja, bin ich dafür. Okay. Ich will die jüngste Rose sein, die hübsche. Du hast die Zukunft gewählt. Wählte der andere Spieler die Vergangenheit? Nö. Nein. Ja. Ich klicke mal auf Ja. Vertraust du der Person in der Vergangenheit? Hören? Was? Vertrauen? Bei mir steht, kannst du die Person hören. Ha. Ich würde ja gerne wissen, was jetzt passiert, wenn ich auf Nein klicke. Standi? Hallo? Ich glaube, Standi ist weg, Leute. Sorry, ich bin kein gutes Medium. Also, naja. Darf ich auf Nein klicken? Ich will nur gucken, was passiert. Okay, nein. Mache ich nicht. Ja. Nur durch Teamwork kommt ihr ans Ziel. Wähle zwischen Schmetterling oder Biene. Die Person in der Vergangenheit muss dieselbe Auswahl treffen. Schmetterling. Ja. Du hast den Schmetterling gewählt. Die Person in der Vergangenheit auch? Ja. Du bist bestimmt schon bereit anzufangen. Ist die Person in der Vergangenheit auch bereit? Ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hätte, wenn ich was anderes gewählt hätte? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht also hätte man dann gezeigt, dass man sich doch nicht vertraut oder so. Also ich habe jetzt tatsächlich Schmetterling gewählt. Ich meine, vielleicht hast du ja Biene gewählt. Ich weiß es nicht. Aber Nee, auch Schmetterling. Ich dachte, aber wäre mal interessant gewesen, ne? Das zu wissen. Jetzt werden Erinnerungen gemacht. Ja, okay, fein. Die Zukunft, Kapitel 1. Die Vergangenheit, Kapitel 1. Ah, ich habe wieder einen Computer. Aber diesmal habe ich rechts daneben einen Ausdruck liegen mit so einem Rorschach-Test, der aussieht wie ein Schmetterling. Ich habe nochmal einen Brief, aber der ist diesmal viel länger. Ich würde ihn mal vorlesen. Rusty Lake, Januar 1926 und das ist unterstrichen, sage ich schon mal. Meine geliebte Tochter Rose, wenn du diesen Brief findest, bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Aber es gibt Hoffnung. In den letzten Monaten habe ich ein Gerät entwickelt, das eine Verbindung zu einer vertrauenswürdigen Person in der Zukunft herstellt. Diese Person heißt MS Standard. Der Raum, in dem du dich befindest, kann von dieser Person beeinflusst werden. Öffne aber erst diese Box und warte auf weitere Anweisungen. In Liebe, dein Vater Albert. Okay, Papa.
und das von dir entworfene Gerät sagt: Willkommen zum Würfelgerät 018F. Dieses Würfelgerät beinhaltet eine Erinnerung, die den Raum der Person in der Vergangenheit enthält. Zum Fortfahren Enter drücken. Dann mache ich das mal. Okay. Gleich wird eine Verbindung zur Person in der Vergangenheit hergestellt. Achtung! Jede Interaktion kann sich auf den Raum in diesem Gerät auswirken. Aha. Okay. Um Zugang zu verifizieren, das Jahr der Erinnerung eingeben. 1926. Okay. Zugriff gewährt. Bitte die folgenden Informationen an die Person in der Vergangenheit übermitteln. Jetzt ist wieder dieses neue Würfelbild. Okay. Es blinkt oben in der Mitte und oben rechts. Dann die mittlere Zeile ist ganz links und ganz rechts. Und die untere Zeile in der Mitte und ganz rechts. Ja, ist aufgegangen und diesmal waren da die Streichhölzer drin. Okay. So. Also du hast die Person, die Box in der Vergangenheit geöffnet, ja? Ja, habe ich. Oh, er lädt. Schmetterling. Oh, ich habe Streichhölzer bekommen. Hä? Ich habe auch Streichhölzer. Ja. Okay. Ah, die kann ich aufmachen, die Streichhölzer. Was ist da drin? Was ist denn das? Ein Schalter? Okay. Ja, und drei Streichhölzer, aber die kann ich, glaube ich, nicht nehmen. Also ich habe wirklich in der Streichhölzerpackung nur Streichhölzer. Ich nehme an, ich bin tatsächlich wieder in dem Raum wie vorher. Der sieht jetzt nur ein bisschen anders aus. Ich habe hier zum Beispiel kein Bild mehr hängen. Aber die Uhr ist noch da, der Tisch, der Schrank und der Spiegel und die Lampe sind noch da. Ach du Scheiße. Jetzt ist alles in 3D hier. Ich kann um den Computer herum drehen und der hat noch viele andere Seiten, wo man Sachen machen kann. Mein Gott. Ich will in die Vergangenheit. Okay, was zeigt er mir denn jetzt an? Familienverifizierung erforderlich, um fortzufahren. Bitte das Eingabefeld P17 aktivieren und die richtige Bilderreihenfolge eingeben. Okay, jetzt soll ich irgendwas machen mit dem Schalter. Aber wo? Oder kannst du irgendwas machen? Achso, er zeigt mir schon was an. Ich kann dir mal erzählen, wo ich hier bin. Also ich bin auch wieder in einem Wohnzimmerraum. Ich habe den Schrank, den ich diesmal nicht öffnen kann, weil ich habe ja keinen Schlüssel bekommen diesmal. Ich habe wieder eine Uhr, wo ich wahrscheinlich irgendwann wieder eine Zeit eingeben muss. Ich habe die Lampe, aber diesmal kann ich die Kerze nicht reinstellen und anzünden. Diesmal habe ich eine Kerze rausgenommen und kann sie auch nicht wieder reintun. Dann habe ich einen Spiegel. Wenn ich dann herangehe, sehe ich wieder mich und dann sagt sie auch, ach, das bin ich. Das ist sehr nett. Ich kann auch blind sehen, wenn ich raufklicke. Das ist sehr niedlich. Aber auf dem Tisch ist diesmal auch kein Schachbrett. Warte mal, da steht nur eine Schale, aber mit der kann ich, glaube ich, noch nicht interagieren. Ich kann mich auch im Raum bewegen diesmal. Und wenn ich nach rechts gucke, sehe ich, ja, sieht aus wie eine große Tür mit Sagrada-Fenstern. Mhm. Ja, so ein bisschen so sieht's aus und da sind ganz viele Symbole drauf. Also so Schmetterling, Baum, ein Würfel, ein Messer. Okay. Dann kommen wir der Sache jetzt schon näher. Gut. Ich habe jetzt den Schalter auf der anderen Seite des Computers reingesteckt und aktiviert und habe jetzt vier Bilder. Mhm. Mit so Klappdarstellung, wie am, kennst du das am Flughafen, wenn da die Anzeigen umspringen? Oder am Bahnhof? Ja. Diese uralten Anzeigen. Da habe ich jetzt vier Bilder, die ich jetzt auch einstellen kann. Ich kann zum Beispiel einen Vogel einstellen, einen Schmetterling, ein Kind, ein Haus, einen Baum oder zwei Personen. Also von dem, was du gerade gesagt hast, habe ich nur den Schmetterling und den Baum. Sowas wie Kind und Haus habe ich zum Beispiel nicht. Okay. Also ich habe Schmetterling, Baum habe ich. Wie viel kannst du denn einstellen? Vier Stück. Vier. Das sind zwei oben, zwei unten. Achso, kann ich bei den anderen was anderes einstellen? Gucke ich mal gerade. In der obersten Reihe dasselbe. Und in der untersten Reihe auch, genau. Ich gucke nochmal, was der Bildschirm mir sagt am Computer. Bitte Eingabefeld P17 aktivieren und die richtige Bilderreihenfolge eingeben. Okay, jetzt bin ich auf dich angewiesen, ja. Es könnte sogar sein, ich habe
mehrfach sowas. Ich sehe gerade, ich kann mich tatsächlich im Raum komplett, also ich kann jede Wand sehen und da sind andere Sachen. Also ich habe hier dieses Agrada-Ding, wo zumindest Schmetterling und Baum angezeigt werden auf der Tür. Ich habe aber noch was anderes. Ich habe auch noch eine Wand, wo vier Bilder hängen und da ist zum Beispiel auch ein Baum und ein Schmetterling. Dann noch ein Rabe Ja. und dann, ja, und dann noch Albert und Rose auf ihrem Porträtfoto. Ich glaube, das ist eher das, was mit deinem Rätsel zusammenhängt. Genau, jetzt müsst Auf ihr halt nur der die Wand. richtige Reihenfolge wissen, wie ich es einstelle. Okay, das kann ich dir sagen. Also, die haben bei mir hier eine Reihenfolge. Und zwar sind quasi, das ist ein Viereck. Also, zwei Bilder oben, zwei Bilder unten. Ja, genau, habe ich auch. Genau, oben links ist bei mir der Rabe. Ja, Moment. Ja. Oben rechts ist der Schmetterling. Ja. Oh, das war voll süß. Ich habe gerade auf das Bild rangezoomt und habe den Schmetterling angeklickt und dann ist der weggeflogen vom Bild. Oh. Ja. Okay, dann ist das unten links ist der Baum. Ja. Und unten rechts ist Rose und ihr Papa auf dem Bild. Diesmal kann ich da wirklich die linke Ecke nicht abknicksen. Das war auf jeden Fall richtig, was du mir gesagt hast. Sehr schön. Autsch, dafür habe ich jetzt Symbole bekommen. Okay, Toll. was sagt er denn jetzt? Jetzt muss ich Ich mal habe ein gucken, ob er Schachbrett gefunden. auf dem Display was anderes sagt. Familienzugang erhalten, Symbolfolge übermitteln. Achtung, der Raum in diesem Gerät könnte überhitzt werden. Die Was? drei Regler einstellen, um Rauchgasausstoß zu regulieren. Okay. Überhitzt? Also ich habe einen Ofen bei mir, aber das hat nichts damit zu tun, oder? Ich glaube, der meint den Raum hier, ne? Aber ich soll dir jetzt erstmal die Symbole übermitteln. Das vielleicht mit meinem Sagrada-Fenster was zu tun? Wenn du da Symbole Oder kann einstellen ich das kannst. machen? Nee, kann ich nicht. Also ich kann es mir angucken, aber einstellen kann ich hier nichts. Nee. Okay, dann bleiben wir Nee. nochmal bei der Reihenfolge, wie du sie mir gerade übermittelt hast. Da habe ich oben links, habe ich da jetzt ein I mit einem Kreis oben rechts dran. Im Kreis. Ach so, das wird dir jetzt statt dieser Bilder angezeigt, die ich dir Genau, gesagt habe. genau. Okay. Dann musste ich jetzt quasi was finden. Warte mal. Oh, warte. Wie sieht's aus? Na, ein Strich und daran dann halt oben rechts ein Kreis. Also so praktisch wie so ähnlich wie ein P. Okay, ich kann dir erklären, was ich hier habe. Ich habe hier unter den Bildern liegt eine Kiste und da kann ich, wie die Bilder angeordnet sind, tatsächlich diese Sachen eingeben. Also ihm im Kreis habe ich. Okay. Dann. Schon gedacht, da steht eine Person, aber nein. Oben rechts ein T. Habe ich? Unten links ein S mit einem kleinen O links daneben. Ja, habe ich? Und unten rechts dann ein Strich und unten ein O dran. Ja. Oh, ist offen. Ich habe Kohlen bekommen für den Ofen. Okay. Okay, Moment. Warte Habe mal. ich reingepackt? Ja, aber jetzt nicht einschalten. Achtung, der Raum in diesem Gerät könnte überhitzen. Die drei Okay. Regler Ich habe nur die einstellen, um Kohlen. Rauchgasausstoß zu regulieren. Aber wo sind die? Ich habe hier einen Regler. Ventilator. Aber da sind keine Regler dran. Ah, da. Na gut, Gott sei Dank zeigt er es mir an. Okay. Ja gut, ich habe jetzt drei Regler, die ich einstellen kann. Ob ich das jetzt anzünden soll oder noch nicht? Wie sind denn diese Regler? Also ist es auch wieder rätselmäßig, dass ich dir was sagen könnte, dass die eingestellt werden? Also es sind drei Regler übereinander mit 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Stufen jeweils. Also, nein, hier auf dem Schachbrett kann ich noch gar nichts machen. Oh, das ist ja auch schön. Warte mal kurz. Kann ich da. Oh, der Schmetterling ist hier immer ständig im Bild überall. Ich habe hier auf der letzten Seite, die ich hier noch habe, ist ein Sarg. Da gucke ich gerade mal kurz. Albert Vanderboom. Ach, schön. Also hier ist der Sarg von dem Papa aufgebahrt. Ich gucke mir das nur mal kurz an, ob ich hier noch irgendwas Sinnvolles machen kann. Kerze kann ich reinstecken. Toll. Und anzünden. Okay. Da ist eine Rose. Aber die kann ich noch nicht weg. Okay, hier kann ich, glaube ich, noch nicht viel machen bei dem Sarg. Da fehlt mir noch eine Kerze, die ich wahrscheinlich jetzt bei dem Feuerofenrätsel hier kriege, nehme ich an. Okay, also ich kann ja mal den Ofen anzünden oder lieber nicht. Ja, mach mal. Wahrscheinlich muss ich das dann regulieren hier. Oh, ich sehe hier auch was zum Regulieren. Also mein erster unterer Dings ist auf 1.
Der da drüber ist bei 4 und der da drüber ist bei 2. Okay, 1. Der in der Mitte bei 4. Ja, der in der Mitte bei 4. Und der darüber dann bei 2. Ja. Naja, gut, habe ich so eingestellt. Also, ja, so wird es hier angezeigt quasi. Ich koche hier gerade eine Suppe auf dem Herd scheinbar. Sieht auch soweit alles gut. Oh nee, hier wird hier sehr viel Rauch gerade. Oh je. Aber ich hab's dir richtig gesagt, glaube ich. Also ganz oben der in der Mitte, der ist dann auf 2. Ja, Der da bei drunter mir dann ein ja. weiter nach rechts. Na, 4. Also noch 2 weiter nach rechts. 1, 2, 3, 4. Und der ganz unten ist bei mir die 1. Also der ganz unten bewegt sich gar nicht bei dir, ja? Oh, ich glaube schon. Warte mal, ich habe jetzt heiße Suppe, aber das ist immer noch hier doof. Nee, bei mir bewegt sich nichts. Also bei mir bleibt das so auf 1, 4 und 2. Bewegt sich bei dir was? Nee. Aber der Raum sieht jetzt komisch. Also ich habe jetzt heiße Suppe, aber der Raum ist jetzt ganz schön duster hier. Ich glaube, dass es wieder aus soll, oder? Ich weiß auch nicht, was mit der heißen Suppe jetzt soll, die ich jetzt im Inventar habe. Warte mal. Soll ich die hier eingießen? Oh, ich habe mir gerade heiße Suppe eingegossen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja gut, und nun? Ich glaube, der Rauch muss erst weg. Also, hast du das auch so als Regler angezeigt? So drei übereinander Streifen quasi? Ist das bei dir auch so? Ich habe drei Regler, ja. Okay, und dann ist es quasi wirklich so Strich, 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 Strich. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Komisch, Aber aber mir vielleicht auch. sagst du mir nochmal ganz oben. Also wenn er jetzt ganz oben, der Regler ganz links steht, dann ist das bei dir die 1 und bei mir auch. Genau, aber der ist auf 2, der ganz Der ist oben. auf 2. Und der in der Mitte ist auf? 4. Also ganz rechts, eins nach links quasi. Ja, alles klar. Okay, jetzt hat er es geöffnet und ich habe eine Batterie bekommen. Oh, okay. Aber mir ist immer noch ganz viel Qualm. Ändert sich vielleicht nicht. Rauchgasausstoß reguliert. Belüftungssystem aktivieren. Ja, Belüftungssystem Ah. aktivieren. Okay, jetzt kann ich nämlich die Batterie hier in diesen kleinen Ventilator einsetzen. Der Ventilator fängt an zu arbeiten. Belüftungssystem aktiviert. Uhrzeit übermitteln. Linse entriegeln. Die drei Schalter an der Linse einstellen, um den Raum der Person in der Vergangenheit zu blicken. Was What the f. für eine Linse? Also was wird als erstes? Belüftungssystem aktiviert. Punkt. Uhrzeit Okay. übermitteln. Habe ich hier Uhrzeit, ja? 17:15 Uhr. Warte, 17:15 Uhr, da. Ah, ja, da ist die Luft. Okay. Okay, Als es ist wieder nächstes schön wäre hier. bei mir Linse entriegeln. Ich guck mal, ob ich irgendwas sehe. Ah, Wie machst du denn Linse? Ja, Moment, jetzt Oh. liegen auf einmal ja Gegenstände. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich habe hier, was ist Bei das? mir ist. Bei mir ist auch was passiert. Bei mir hat der Wind das Porträtbild von dem Papa runtergeschmissen überm Sarg. Okay. Ja, und das kann ich jetzt angucken. Da ist ein Zettel drunter. Und Schlüssel. Oh, liebe Rose, setz dir die Maske auf, steht auf dem Zettel. Okay. Maske? Hilfe? Ich benutze mal schnell den Schlüssel. Ah, Maske. Ich habe eine Maske gefunden. Moment. Okay, das ist gruselig. Ich habe mir die Maske im Spiegel aufgesetzt. Das ist voll gruselig. Die ist so weiß und hat riesige schwarze Augen einfach. Okay. Und hast du irgendwo eine Linse? Weil ich habe nämlich eine Linse, die ich jetzt einstellen muss, um in deinen Raum zu blicken in der Ja, Vergangenheit. habe ich. Habe ich. Okay, Ist auf dem Sagrada-Bild. das sind drei Bilder, einmal so ein Kreuz, einmal ein Pfeil nach oben und dann nochmal so ein Pfeil mit einem Punkt oder Strich mit einem Genau, Punkt. die musst du um die Linse bewegen, ne? Ja. Okay, also, ich sag dir mal, Pfeil ist bei mir quasi, warte mal, so 7 Uhr. Oder 8. Sagen wir 8 Uhr. Okay. Ja, 8 eher, 8.
Kreuz ist bei mir genau auf der anderen Seite unten. Also warte mal, wenn das 3 ist, dann 4 Uhr. Und Pünktchen mit Strich ist direkt daneben bei 5 Uhr. Ja, aha, jetzt sehe ich einen Raum. Okay. Mit so komischen Sagrada-Fenstern, genau. Ja, das bin ich. Und wenn ich jetzt weggucke, siehst du denn das? Nee, ich glaube ja nicht, dass wir direkt miteinander interagieren. Okay, okay. Also du siehst die Tür, die ich jetzt auch gerade sehe. Genau, da habe ich ja dann links auf der Tür, das ist so ein Hirschgeweih und ein Auge. Mhm. Rechts, genau. Rechts sind 6 Bilder, da sehe ich oben rechts so eine Pyramide. Darunter sieht es aus wie so ein Helm, so ein Ritterhelm. Darunter ein Messer. Weißt du was? Ich kann jetzt meine Symbole, kannst du es auch? Klick mal auf die Symbole drauf, ich kann die jetzt nämlich berühren. Ach du Scheiße. Ich kann die verändern. Ja, genau. Und ich habe nämlich 2 Symbole, die sind hier praktisch ausgegraut. Das in der Mitte, also links neben diesem Rittersymbol, Ritterhelm, ist ein Baum. Mhm. Und darüber ist sowas, ja, ich würde sagen, als Schmetterling würde ich das bezeichnen. Mhm. Die sind bei dir andersfarbig? Ja, die leuchten bei mir. So, als müsstest du die einstellen oder so. Ja, habe ich gemacht. Jetzt hat sich an der Linse die Dinger verändert. Kannst du die nochmal umstellen? Ja, ich kann die nochmal bewegen. Okay, gut. Dann diesmal Pfeil auf 6 Uhr. Ja. Kreis mit Strich auf, warte mal, 12, 1, 2 Uhr. Ja. Und das Kreuz auf 8 Uhr. Ah, jetzt geht er wieder rein. Genau. Okay. Jetzt zeigt er mir 4 andere Bilder an, die blinken. Okay. Oben links Schmetterling. Oben rechts die Pyramide. Mitte rechts dieser Ritterhelm. Und unten rechts das Messer. Ja, so. Pfeil diesmal auf 11 Uhr. Warte, Moment. Ja. Kreuz auf 3. Ja. Und Kreis auf 7. Okay. Okay. Jetzt zeigt er mir oben links den Schmetterling an. Unten rechts das Messer und unten links der Würfel. Ja, so. Oh, warte mal. Passiert. Okay, ich glaube, jetzt wird gleich die Tür hier geöffnet. Also Kreuz auf 6. Ja. Kreis 11. 11. Ja. Und Pfeil auf 1. Okay. Tür ist auf und da steht eine Person mit einer Maske. Ich! Ich! Seh dich! Du bist bei mir eine blinkende Kamera oder so. Ah, cool. Und du siehst ziemlich creepy aus. Ih, bist du eklig. Wer ist. Ich hab grad durch an die Linse rangezoomt und da war ein Auge zu sehen. Und da stand da, wer ist das? Ah! Jetzt sehe ich dein Bild ganz groß. Du bist doch dieser. Du bist dieser Scream-Mörder, ne? Hey. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Who is that? Ja, das stand bei mir auch. Oh, ich kann hier eine Puppe an der Wand verkloppen. Das ist auch sehr schön. Das hat viel Nettes. Aber gut. Okay. Also bei der Linse sehe ich jetzt nichts mehr. Da bist du jetzt weg irgendwie. Ja, ich bin nämlich schon wieder am Computer vorne am Bildschirm. Ah. Sichtkontakt mit der Person in der Vergangenheit hergestellt. Erstens die 6 Schalter einstellen und zweitens Diskette einlegen. Oh Gott. Ich sehe gerade ganz furchtbare Sachen. Okay, mach mal erstmal deine Diskette von mir aus. Ich hab eine Maus, die habe ich berührt, die ist weggelaufen. Oh. Ja, die Diskette habe ich noch nicht. Ich habe ein Diskettenlaufwerk, aber darüber sind 6 Schalter. Okay, warte. Ich muss hier erstmal alles angucken. Was ist das denn? Oh Gott. Hier brauche ich irgendwelche Schlösser scheinbar, da kann ich noch nichts machen. Ich muss gerade mal den ganzen Raum hier anschauen. Hier fehlt ein Dingens. Okay, ich glaube, das Einzige... Mal, kann ich hier irgendwas mit der komischen Voodoo-Puppe machen? Nee. Also das Einzige, was mir auffällt, ich weiß nicht, ob du das verwenden kannst, ich habe hier, dein Ding heißt Würfelgerät, ne? Mhm. Da, oh Gott, ach, das ist mit dem verbunden, oh Gott. Ich hab hier so auf dem Boden liegen 3 Zettel und da sind verschiedene Sachen drauf gemalt. Zum einen Zettel heißt Würfelgerät
Da ist so ein Kasten abgebildet und dann sind da quasi so drinne einmal oben links ein Viereck, rechts ein Quadrat und darunter nochmal ein kleineres Quadrat, andersrum. Und da sind so Sachen drauf gemalt. Also bei dem großen rechts ist ein Ohr, bei dem unten links ist ein Zahn und bei dem oben links ist ein Blutstropfen. Ja, diese Symbole habe ich an den verschiedenen Seiten des Computers, genau. Obwohl ich Ah. habe das Zahnsymbol, ich habe den Blutstropfen und was war da noch? Blut sein Ohr, das Ohr. Das Ohrsymbol habe ich nirgendwo. Ja, das heißt hier Knochen, Fleisch, Blut. Okay. Steht auf dem anderen Zettel. Ja, Zahn, Ohr und Blut irgendwie. Und ein anderer Zettel, da steht der Knochen, Fleisch, Blut, das ist Ohr, der Tropfen und der Zahn auch von dem Bild, sind hier tatsächlich an einem Menschenkopf gezeigt. Also Blut aus der Nase, Ohr aus dem Ohr und Zahn aus dem Mund ist hier so aufgemalt. Ich habe aber noch einen Zettel. Der ist ein bisschen anders. Auf dem Zettel ist es quasi ja, wie das Symbol für Frau und dann in verschiedene Richtungen gedreht. Also mal nach unten, mal nach oben, sechsmal. Okay, aber wie hilft mir das jetzt weiter mit meinem Rätsel hier, wo ich einfach nur sechs kleine Silberschalter habe in zwei Dreier rein? Oh, ja, das sind die. Das sind die Frauendinger hier, die ich meinte. Okay, jetzt habe ich gerade die Diskette bekommen. Einfach weil ich was Hä? wild rumgeklickt habe. Hast du aus Versehen das Rätsel gelöst? Ich glaube ja. Also, Leute, für die, die nicht wissen, wie es gelöst wurde, hier ist der Zettel dazu. Ich glaube, ich hätte ihm quasi genau die Reihenfolge hier sagen müssen, dann hätte er wahrscheinlich die Diskette auch gekriegt. Also die Diskette habe ich jetzt reingetan. Extraktionsprogramm wird geladen, ja. Okay. 100%. Und ich sehe den Sarg von Albert Venderboom. Oh Gott, sag mir nicht. Oh nein, ich muss die Sachen aus dem Sarg holen, ne? Oh Ja. Gott. Nein. Ich Aber komme gar nicht an den Sarg. vielleicht gönnst du dir Oh eine doch. kleine Pause während der Aufnahmepause, denn wir haben schon 27 Minuten. Oh, okay, Leute, dann öffne ich den Sarg jetzt noch nicht. Ich kann nämlich den Sarg öffnen, und zwar indem ich hier die letzte Kerze, die ich gefunden habe, raufstecke, glaube ich. Aber das machen wir dann so richtig Cliffhanger-gemeinmäßig nach in der nächsten Folge. Genau. Also. Andi? Tschüss. Ja, ich bin noch da. Ich habe nur Jo, gehört, ach, dann. also, und dann nichts mehr. Ja, ist Ende halt. Ne? Ja. Leute, ist vorbei. Geht nach Hause. Gibt nichts mehr zu sehen. Gehen Alle Sie tot. weiter. Gehen Sie weiter. Lassen Sie mich, Arzt. Ich bin durch. Also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Bye bye. Ciao, ciao.